Ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Monatschanneling mit Metatron. Heute für den September, das ich aufnehme. Wir haben Freitag, den 30. August. Ich musste ziemlich lange warten, bis ich den Impuls bekam, das Monatschanneling zu machen. Wahrscheinlich brauchte alles seine Zeit, etwas zu beenden und etwas neu zu beginnen. Das ist so mein Gefühl, dass wie dieser August etwas abschließt und der September etwas Neues einlädt. Ich lasse gerne Metatron jetzt sprechen. Dir wünsche ich einen wundervollen, friedlichen September. Genieße die Tage. Es ist immer eine wunderbare Jahreszeit, der Spätsommer, der Frühherbst. Man kann noch draußen sein, die Natur noch intensiv aufnehmen. Und es zeigt sich auch hier die Veränderung. All das geht, zeigt noch seine wunderbaren Farben und verabschiedet sich dann langsam. Dir alles Liebe und ich verbinde mich hier. Seid ganz herzlich willkommen. Hier spricht Metatron. Es ist mir eine Ehre und eine Freude, dich wieder zu treffen, ein wenig mit dir gemeinsam deinen Weg zu gehen. Du hast so vieles losgelassen, du hast so vieles nochmals in der Tiefe angeschaut, transformiert. Ich weiß, du kannst diese Worte bald nicht mehr hören. Und trotzdem war es wichtig, noch einmal zu tauchen und alles nach oben zu holen, was du nicht mehr brauchst. Dieser September ist dafür da, dass du dich ganz für das Neue öffnest, dass du das Neue ganz tief in dich hineinfließen lässt, dass du die Impulse empfangen kannst, sei offen dafür. Das Neue steht vor der Tür und möchte eingelassen werden. Öffne diese Tür und vielleicht gehst du nach draußen, statt dass du das Neue hereinkommen lässt. Vielleicht nutzt du neue Räume, um etwas anderes anschauen zu können, tun zu können oder sein zu können. Es gibt so viele verschiedene Räume, die du nutzen kannst, wo das Neue auf dich wartet, wo die Kreativität auf dich wartet, wo darauf wartet, dass du etwas nach oben holst, was du bis jetzt gar noch nicht weißt, dass du es besitzt. Das Neue muss nicht unbedingt ganz neu sein. Das Neue kann auch etwas Altes sein, das du nach vorne holst, es mit neuen Augen betrachtest, es auf neue Art und Weise anwendest. Und wisse, du bist nicht allein damit. Dieses September wirst du immer mehr und mehr Menschen treffen, die auf dem gleichen Weg sind wie du. Öffne dich auch dafür. Lasse los, dass du da alleine bist. Lasse diese Illusion gehen. Ihr seid so viele, die leuchten. Öffne dein Herz dafür und du wirst erkennen, wer leuchtet und wer nicht. Verbinde dich mit denen, die leuchten. Und dann leuchtet gemeinsam ein großes, helles Licht. Holt euer Strahlen nach vorne. Das ist das Neue. Ihr dürft gesehen werden. Auch das ist das Neue. Das Versteckspiel darf beendet werden. Fühle ganz tief in deinem Herzen, dass du aufgehoben bist, dass wenn du strahlst, dass du geschützt bist. Die dunklen Mächte versuchen zwar, alles noch an sich zu reißen, nur eines können sie nicht, Licht an sich holen. Die Dunkelheit hat Angst vor dem Licht, weil das Licht sie beleuchtet
und man erkennt, was wirklich Dunkelheit ist. Dunkelheit ist nichts anderes als Vergangenheit, Machtmissbrauch, Angst. Beleuchte das, was auf dich zukommt, und du wirst wissen, ob es für dich geeignet ist oder nicht. Schaue alles mit den Augen des Lichtes an, des Leuchtens an. Schaue alles mit dem Herzen des Vertrauens an. In diesem September ist dein Vertrauen in dich gefordert. Dass du fühlst, dass du dich wahrnimmst, dass du immer mehr und mehr erkennst, dass du Licht bist und dass du lebendig bist. Vertraue auch deiner Lebendigkeit, vertraue deiner Bewegungen, vertraue deinen beweglichen Gedanken, Sorgengedanken, die gebe ab. Gib sie einfach den Engeln, den aufgestiegenen Meistern, den Sternengeschwistern, gib sie ab und bitte darum, dass sie dir Lösungen schenken, dass du Lösungen empfängst, wie du diese Sorgen, vermeintlichen Sorgen, beheben kannst. Sorgen haben ist auch ein Konstrukt. Wie ist es, wenn du aufhörst, dir Sorgen zu machen? Und wie ist es, wenn du beginnst zu vertrauen, dass du genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, um deinen Schritt sicher weitergehen zu können? Sorgen sind nur Gedanken und Ängste. Sorgen haben nichts mit der Realität zu tun. Du bestimmst mit deinem Vertrauen, was du in dein Leben einlädst. Und das ist auch das Neue im September. Es kommt so vieles von außen, das dir Sorge bereitet. Atme durch. Stelle es vor dich hin. Schaue es konzentriert an. Und fühle, ob es wirklich eine Sorge ist oder nur ein altes Muster, das sich transformieren darf. Je mehr du in das Licht kommst, je mehr du dein Licht strahlen lässt und je mehr du dein Vertrauen in dich festigst, desto weniger Sorgen wirst du dir tun, weil du genau fühlst, es ist kein Grund für Sorge. Ich weiß immer, was das Richtige ist, das jetzt zu tun ist, das jetzt zu fühlen ist. Dieses Vertrauen ist vielleicht das Neue für dich im September. Vielleicht ist das Neue für dich, dass mehr Leichtigkeit in dein Leben kommt. Vielleicht ist das Neue für dich, dass mehr Magie in dein Leben rutscht. Sei offen und lade das Neue in dein Leben ein. Lade neue Menschen in dein Leben ein, die dich bereichern und die du bereicherst. Es geht jetzt darum, dass du dir vertraust und deinem Weg vertraust, der Liebe vertraust und deiner inneren Führung vertraust, die genau weiß, was jetzt ansteht. Und je größer dein Vertrauen in dich, in deine Fähigkeiten wird, desto mehr Schutz hast du, desto mehr strahlst du und desto weniger kann dir etwas anhaben. Auch wenn Naturkatastrophen kommen, auch wenn da neue Verbote kommen, fühle immer wieder hinein in dich, wie du damit umgehst, bestimmt, was du fühlst. Und gehe ins Mitgefühl für die Situationen, aber nehme die Situationen nicht zu dir. Gehe in die Dankbarkeit hinein für all das, was du erfahren hast, damit du jetzt die neuen Schritte tun kannst.
und verstehe, du bist auf dem sicheren Weg der Liebe. Wandle diesen Weg weiter, vertrauensvoll, festen Schrittes und doch leicht. Du wirst von uns allen geistigen Wesen begleitet. Du kannst uns jederzeit rufen. Wir sind da. In große Liebe für dich und einen wundervollen September mit viel Neuem wünsche ich dir von Herzen. Metatron.